Ich kann es ja nicht sein lassen, mit Sachen experimentieren. Und momentan bin ich auf der Glückssuche nach dem Allheilmittel, was ein Knie oder so, Knieschmerzen halbieren kann, reduzieren kann. Folgendes ist aufgetreten. Ich hatte vor mehr als einem Jahr mal Fußball gespielt, ordentlich auf den Rums draufgeschlagen und seither habe ich Knieschmerzen, dass ich eigentlich nicht so richtig die Treppe hochlaufen kann. Nach einem Jahr habe ich festgestellt, oder habe ich, ich war zum gleich kurz danach beim Arzt. Der Arzt hat gesagt, na ja, du bist halt alt. Und das wissen auch manche schon, die bei mir ab und zu mal reinschauen. Und dann hatte ich, war ich beim Orthopäde oder Orthopäde, hat gesagt, ja, das nennt man dann Knorpelschwäche. Das ist einfach auch, du bist alt. Und dann habe ich gesagt, okay, in der Sportklinik, die sind es dann nochmal genauer, die haben ein MRT gemacht und die haben gesagt, nee, 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 das ist nur hinter der Kniescheibe, ist entzündet. Also, folglich ist das Gleiche rausgekommen, also hinter der Kniescheibe. Das ist eine Kniescheibe und hinter der Kniescheibe habe ich irgendwann mit Rums draufgeschlagen und seither ist die Kniescheibe irgendwas dahinter kaputt. Und zwar besteht es aus zwei, sagen wir mal, Ursache und Wirkung. Hinter der Kniescheibe ist eine Entzündung von Riss oder irgendwas und diese Entzündung trägt den Knorpel ab. So, also nach einem Jahr muss ich jetzt nachschauen, wie kriegst du die Entzündung weg? Weil, Fazit, alle drei Ärzte haben gesagt, ja, da kann man nichts machen. Und jetzt kommt, einzelne haben was Verschiedenes vorgeschlagen. Ja? Einer hat vorgeschlagen, hier wie immer, macht mal Folgendes. Arzt sagt Voltaren. Und Voltaren hat ja schon die große Jedi-Oma bei uns gesagt. Voltaren, das hilft auch nicht. Ja, die Oma war sehr, sehr schlau. Die hat nämlich jahrelang, zig Jahre lang Knieschmerzen gehabt, so arthrosemäßig. Und dieser Jedi-Spruch, der hat auf jeden Fall 100% Wirksamkeit gehabt, weil Voltaren hilft auch nicht. Dann gab es hier auf meinem Zettel Diclo. Na, das, hier ist Diclofenac drin, dann gibt es eine Kita-Salbe. Kita basiert, glaube ich, soweit ich weiß, aus Beinwell. Beinwell habe ich draußen im Garten angepflanzt und habe mir da aus den Wurzeln und Blättern so einen Extrakt gemacht, so Creme, und die Creme habe ich verwendet und das hat auch nichts gebracht. Wenig gebracht. Hast mit Alkohol angesetzt, nur wenig. Und wie gesagt, also auch die Voltaren, sie kann vielleicht mal Schmerzen reduzieren, so akute, aber dieses Diclofenac, das ist gerade für die Katz. Dann haben wir aus der Orthopädie Nürtingen hat man gesagt, na ja, da sie würden jetzt auch kein glücklicher Treppensteiger mehr. Dann nehmen Sie mal die. Vielleicht können Sie das mal probieren. Das ist Enelbienpaste, heißt die. Enelbienpaste hat ein Aluminiumoxid drinne. Jetzt fragt man sich, was soll dieses Aluminiumoxid? Und wenn man sich dann da nachschaut, also Oxide in der Chemie, weiß man, alles, wenn was reagiert hat, dann ist nachher am Schluss, sind es alles Oxide und Carbonate. Die sind quasi, da passiert danach nichts, nimmer viel. Wenn es ein reines Oxid ist, dann schon eher noch, aber sobald es dann länger in der Luft war, und dann auch mit Kohlendioxid in Luft reagiert hat, dann passiert nichts mehr. Ein Oxid kann schon noch teilwirksam sein. Jetzt lassen wir da mal nach. Da steht drinnen, zur Linderung von Beschwerden. Aber ist jetzt so, ein Knorpel oder eine hinter der Kniescheibe, da ist ja dieser Knorpel und dahinter kommt wiederum Knochen. Knorpel besteht aus so Eiweiß, so ganz grobes, so große, ganz große Moleküle sind es, das ist also nicht rein Calcium oder so, sondern das sind komplexe Strukturen. Und deswegen hat eigentlich auch, gibt's nichts, und das hat, und da hat mir, wie gesagt, diese Enelbienpaste, die habe ich auch lange probiert. Dieses Aluminiumoxid, was soll das auch dort erreichen? Es ist so, es reduziert die Schmerzen, die Beschwerden, heißt es, ein wenig. Und mein dritter Arzt aus der Sportklinik, der hat ja schon gesagt, der hat gesagt, wenn, das war ein relativ junger Arzt, und er hat gesagt, wenn sie was findet, ha, dann waren wir reich.
weil der ganz einfach gesagt, weißt du was, also die sind für Sportmedizin, die haben gesagt, da gibt es eigentlich nichts und er kann mir eigentlich auch nichts Richtiges empfehlen, solange es noch geht, soll man es so laufen lassen. Tom, Raimund kann es ja nicht sein lassen, ich muss ja trotzdem weiter experimentieren und am Experimentieren gibt es ja nur gute Sachen. Oh, ich habe eine andere gute Sache, ja, aber die kann ich jetzt so nicht erklären. Das ist, wie gesagt, Ritterspitz. Ritterspitz hat nach zwei Wochen Dauerprobieren so ein Bandage nichts gebracht. Inhalbin hat die reduziert die Beschwerden, aber so nach anderthalb Wochen jeden Tag mache Raufcreme, festgestellt, bringt nichts. Es bringt reduziert nur die Beschwerden, aber nicht die Entzündung. Die Entzündung, muss man auch dazu sagen, wenn man Knieschmerzen hat, die Entzündung führt eigentlich auch dazu, dass der Knorpel reduziert wird. Das ist ja die Krux dabei. Man muss also versuchen, die Entzündung loszuwerden. Dann haben wir Voltaren. Wie gesagt, die könnte die Entzündung reduzieren. Dann nimmt man aber normalerweise Tablette, die Voltaren, selbst Voltaren Forte bringt hier gar nichts. Tablette nehmen, dann geht tatsächlich die Entzündung zurück, zumindest der Schmerz geht zurück. Das ist, wie gesagt, wenn man dir mit dem Gummihammer auf den Kopf haut, dann merkst du Schmerz am Kopf, aber neben nicht am Knie. Ja? So könnte man das ganz, ganz grob bezeichnen. Es ist so, dass man das eigentlich so Schmerzreduktionsmittel, da könnte ich auch Aspirin nehmen, dann habe ich auch keine Schmerzen mehr. Ja? So, und dann haben wir noch, weil. Wer das dann nimmt, die Tablette zum Beispiel, wenn man das nimmt, dann ist das nach kurzer Zeit wieder da. Also hat sich doch keine Entzündung reduziert. Dann, wie gesagt, Beinwell hat auch wenig gebracht, das habe ich dazu gemischt. Immer zur Enelbin-Paste, damit es besser eindringt. Aber auch hier ist es so, dass keine Reaktion stattgefunden hat. Und jetzt kommt mein großer Raimund. Das ist ja das, was ich vorher angezeigt hatte, mit diesem, nicht angezeigt, gezeigt wollte. Versuche ich mal mit Aktivkohle das zu machen. Also, und zwar habe ich unten in meinem Chemielabor noch einen Haufen Kohle, und zwar 100% Kohle, ja, nicht irgendwie so den Kohlestaub und Asche aus dem Ofen, sondern das ist Kohle. Und diese Kohlepaste, die hat die Eigenschaft, die habe ich jetzt mit Öl angemengt, die schmiere ich jetzt gleich auf mein Knie, die hat nur einen Nachteil, sie ist halt dreckig wie die Sau, so wie Ruß. Graphit könnte man als Aktivkohle quasi fungiere. Ich habe sowas Ähnliches mal irgendwo gesehen gehabt mit Gold. Gold tut ja auch nichts und trotzdem ist so, dass Gold quasi alles das, was noch irgendwo in der Gegend Schwierigkeiten macht, reduziert und so ein quasi wie ja, Aktivkohle. Aktivkohle nimmt schädliche Stoffe mit auf, bindet sie mit an, aber ist keine chemische Reaktion, sondern eine Dingsreaktion. Und das haue ich jetzt mal hier rauf, dann seht ihr, was für ein Saberschlatz das ist. Und ich habe das, mache das eine Woche lang und dann muss ich mal gucken, ob hier die Redux, ob sich das reduziert. Reines Graphit. Von Karl Roth. Wie gesagt, hier ist das Knie. Jetzt habe ich hier Aktivkohle mit Öl angemengt aus meinem Reagenzglas. Das schmiere ich jetzt hier mit drauf. Man sieht, das ist eigentlich, hat kein großer, geht ganz normal. Also ist kein großer Hexenwerk. Eine Wunderpaste kann jeder machen. Und meine Hoffnung ist, dass hier durch dieses Kohlestoff sich diese Reizdinger mit ablagern, das probiere ich jetzt eine Woche. Es sieht natürlich aus wie wenn ich jetzt ein Zombie wäre, ja. Und ich kann auch nur sagen,
die Klamotte wird dabei dreckig, ja. Und ich hoffe, dass da, hey, ich gucke mal das an, ja. Und jetzt noch schöne zwei Augen reinmale und das Gesicht. Dann hast du einen lachenden Kopf drauf, ja. Brauchen wir jetzt hier nicht. Hier ist die Entzündung, hier unten müsste es drunter rein. Dann nehmen wir eine flexible Folie. Die haben wir hier mit drauf, damit nämlich die Klamotten nachher nicht so marzmäßig dreckig sind. Dann habe ich eine Socke genommen. Eine Socke, ich habe die schon mal verwendet, wie man sieht. Socke vorne abgeschnitten. Die Socke ist wie bei Michelangelo, hat man immer den Vorteil, dass der Mensch einigermaßen symmetrisch ist. Und deswegen kann ich die Socke eigentlich hier am Kniebereich mit draufnehmen. Ich brauche also, ist besser als jede Bandage. So. Habe jetzt ein hübsches Säcklein. So. Da geht auch nichts mehr rauf. Und mit der Dings kann ich jetzt einen Tag lang rummachen. Und danach mache ich es wieder runter. Und das mache ich jetzt eine Woche lang. Und dann, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal in zwei Wochen meine Entzündung los bin, dann werden wir mega reich, weil dann machen wir ein neues Ding. Und falls das nicht hilft, dann machen wir weitere Experimente. Man muss da irgendwas drinnen sein, was uns alle glücklich macht und weiterbringt. Wie gesagt, ist ganz traurig bin ich, finde ich, in dieser Sache, dass man zum Mond fliegen könnte und sogar vielleicht zum Mars. Und mit dem Hubble-Teleskop können wir 100 Millionen Lichtjahre irgendwo hinschauen oder Milliarden. Aber wir bringen jetzt nicht fertig, dass wir ganz normal unsere eigene Knie reparieren. Also da gab es noch nichts. Und mein Sportmediziner, der müsste ja wissen.